Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die sich wünschen würden, fitter zu sein, leistungsfähiger zu sein, mehr zu können, mehr Potenziale zu haben. Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema, wie Belastung dich leistungsfähiger macht. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen über Hunderte von Menschen zu uns und wollen sich weiterentwickeln. Sie wollen gründen, ihren Traum verwirklichen, aber nicht alle haben sofort die Fähigkeiten und die Ressourcen, die sie brauchen, um ihr Projekt zu starten. Und hier gibt es ein ganz großes Geheimnis, was ich heute mit dir teilen möchte, wieso Belastung der Schlüssel sein kann dafür, dass du deine Ziele erreichst. Nun, um das besser zu verstehen, wie du auch dich selbst, deine Weiterentwicklung, aber auch die von deinem Team gestalten kannst, habe ich dir ein Beispiel mitgebracht, das dir bekannt ist, nämlich der Gang ins Fitnessstudio. Wenn du sagst, du möchtest deinen Oberarm, deinen Bizeps, deinen Muskel optimieren und genau genommen sind zwei Muskelköpfe, die du trainieren willst, dann passiert das nicht, indem du Belastung vermeidest, sondern genau im Gegenteil. Wenn du ein gewisses Ziel erreichen möchtest, wenn du also den 55er Oberarm haben möchtest, den Arnold Schwarzenegger hat, nun, da wirst du nur durch Belastung kommen. Das Geheimnis ist also beim Muskeltraining, dass du über eine gewisse Zeit, über einen gewissen Zeitraum viele Belastungen setzt. Kleine Belastungen, größer werdende Belastungen, immer große und ganz große Belastungen. Und das Prinzip der Natur ist das Prinzip der Anpassung. Adaption. Der Muskel wird stärker, deine Sehnen werden stärker, deine Knochen werden stärker. Alles wird leistungsfähiger in deinem Körper. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich regelmäßig diesen Belastungen aussetzt. Nun, das wirst du sicherlich wissen. Du warst im Fitnessstudio, hast einen Trainer beauftragt, dich zu untersuchen und einen Trainingsplan zu machen. Und er hat dir gesagt, viel Training. Das Problem ist aber nicht, dass du es nicht weißt. Das Problem ist, dass diese roten Symbole, diese Belastungsreize keine guten Gefühle verursachen. Und das ist der Punkt, an dem ich dich heute zum Umdenken einladen will, dass dein Erfolg unwahrscheinlich wird. Dass dein Erfolg wahrscheinlich gar nicht möglich sein wird, wenn du Belastung, wenn du Schmerzreize verhindern willst. Eher umgekehrt lade ich dich ein, zu erkennen, dass jeder dieser Schmerzreize, denen du dich aussetzt, jedes Belastungsimpulserlebnis, jede unschöne Erfahrung, die dein Muskel erlebt, macht dein Muskel stärker. Macht deine Sehnen stärker, deine Knochen stärker, macht dich stärker. Das Prinzip der Natur ist also, dass du über Widerstände, über Reize, über kleine Überbelastung stärker und leistungsfähiger wird. Und die gute Nachricht ist, das gilt nicht nur für deine Muskulatur und deine Knochen und Bänder und Sehnen, das Gleiche gilt auch für dein Gehirn. Das Prinzip gilt also auch für dein Gehirn, dass du dort Reize reingeben musst, dass du über die Kapazitätsgrenzen, über die Leistungsgrenzen, die du heute hast, hinweggehen musst. Und dann fängt auch das Gehirn zwar nicht an, sich zu vergrößern, nein, es fängt an, sich hier im System zwischen den Neuronen immer mehr zu verschalten. Und wenn du eine gewisse Zeit lang Belastungsreize reingesetzt hast, wirst du eine höhere Dichte neuronaler Netze haben. Und hier gilt das Gleiche, dass wenn du immer nur das machst, was du schon immer gemacht hast, das, was du kannst, wenn du nichts Neues ausprobierst, wenn du nicht mehr Verantwortung übernimmst, mehr Aufgaben, mehrere Menschen führst, dich neuen Techniken und wissenschaftlichen Bereichen aussetzt, nun, dann, wenn du diese Reize nicht setzt, dann wird es auch nicht zur Adaption des Gehirns kommen. Dein Gehirn ist ein Spiegelbild der Belastung der Vergangenheit, die du dir ausgesetzt hast. Ich kann an deinem Körper absehen, wie viel Schmerzen du dich ausgesetzt hast oder ob du dich nur den Freunden von Schokolade, Chips und Bier hingegeben hast. Ich kann an deinen Fähigkeiten, so wie du mit mir sprichst, das, was deine Werke in der Vergangenheit waren, das, was du in der Lage bist, zu organisieren, zu moderieren, als Projektmanager umzusetzen, all daran kann ich erkennen, wie du deine Reize, wie du deine Belastung in dein Gehirn gebracht hast. Was bedeutet das nun für dich? Egal, was du erreichen willst in der Zukunft, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du schon alles in dir trägst, was du brauchst, dass du alle Ressourcen, Fähigkeiten, Werte, Entscheidungen und Strategien wie Methoden in deinem Kopf schon repräsentiert hast. Die gute Nachricht aber, Platz dafür ist da. Du hast genügend Platz in deinem Gehirn, dass du diese Fähigkeiten erwerben kannst. Aber du weißt auch, das Prinzip des Erfolgs ist, die Naturgesetze sind, dass das Gehirn sich anpasst, wenn Überlastungsreize da sind, wenn du lernst, wenn du trainierst. Das bringt dich weiter. Was kann nun dein nächster Schritt sein? Nun, dein nächster Schritt kann sein, dass du erstmal dir Gedanken machst über dein Gefühlsmanagement. Geht es in deinem Leben nur darum, schöne Gefühle zu haben?
Oder geht es vielleicht darum, in deinem Leben auch negative Gefühle zu akzeptieren, zu organisieren, einzuplanen, als KPI, als Kennzahl, als Richtschnur zu erkennen? Habe ich in der letzten Woche ungute, schmerzhafte Gefühle gehabt? Ja, dann bin ich besser geworden. Oder hast du sie nicht gehabt? Nun, da bist du gleich geblieben oder schlechter geworden. Denn das Gehirn ist kein Organ wie der Muskel, den du einmal hochtrainierst und den Rest deines Lebens immer 55er Oberarm bleibt. Nein, dein Muskel passt sich auch nach unten hin wieder ab. Er reduziert sich, er baut ab, wenn du diese Reize nicht reinsetzt. Deshalb mach dir also Gedanken darum, was ich jetzt hier blau einzeige und sagen, wie soll dein Trainingszustand sein oder wie soll dein Ausbildungs- und Persönlichkeitsentwicklungszustand sein, um dann als nächstes einen Reizeplan, einen Reizgebungsplan, einen Trainingsplan aufzusetzen, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu dem Zielzustand führt, den du dir wünschst. Wenn du aus diesem Weg zu einer erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeit Hilfe brauchst, nun, dann lade ich dich ein, einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Vielleicht auch mehr zu erfahren von unserem Persönlichkeitstest Birkmann, der abbildet, wo du heute bist und wo du in Zukunft sein kannst. Gerne kannst du in diesem Gespräch alle Fragen stellen. Gerne kannst du aber auch jetzt unseren Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.